Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Tutorial und hier haben wir den zweiten Teil vom Jupiter Tutorial. In der letzten Folge haben wir natürlich die Mini-Raumstation, könnte man sagen, aufgebaut und jetzt fliegen wir zum Jupiter. So, dann zoomen wir mal raus und zwar so lange, bis wir den Jupiter sehen. Natürlich brauchen wir die Planetenexpansion dafür. Dann spulen wir die Zeit vor bis zum Transferfenster. Kurz vorher verlangsamen wir und sobald wir drauf sind, stoppen wir natürlich ganz. So, das Transferfenster ist oben, heißt wir müssen uns nach rechts drehen. Und ich mache das ohne RCS, weil ich den Treibstoff sparen möchte. Denn sobald wir beim Jupiter sind, brauchen wir wirklich jeden einzelnen Tropfen an Treibstoff, den wir bekommen können. So, und dann beschleunigen wir die Zeit bis kurz vor das Transferfenster. Und diesmal tatsächlich noch ein bisschen weiter weg als sonst. Wir trennen uns noch ein bisschen. Und jetzt deaktivieren wir hier die mittleren Triebwerke. Und dann starten wir die äußeren 12, beschleunigen wieder die Zeit. Wir machen das jetzt hier in drei Teile. Einmal gehen wir bis 950, danach bis 750, 700 und den Rest machen wir dann in einem Rutsch. Das heißt, jetzt brauchen wir hier noch knapp 5 meine ich, und da haben wir das. Wir gehen wieder zurück, am besten noch ein bisschen weiter vor das Transferfenster. Genau so. Da erhöhen wir den Schub wieder, beschleunigen weiter und dann warten wir. Ich glaube, wir haben gleich schon 700 Meter pro Sekunde übrig. Ja. Machen wir mal 700. Und dann machen wir es ein allerletztes Mal. Und da gehen wir bis hierhin. Und das bringt uns dann bis zum Jupiter. So, ein bisschen. Wir können noch ein bisschen weiter gehen. Und dann starten wir es erneut. So, natürlich darauf achten, dass wir keine Begegnung mit dem Mond bekommen oder mit irgendwelchen anderen Planeten. Und dann warten wir, bis wir eine Begegnung mit dem Jupiter haben. Ich habe leider keine Werte, die ich nennen könnte, aber jetzt sind es wahrscheinlich so 100 Meter pro Sekunde, 50, vielleicht 20, 10. Da haben wir die Begegnung. Wir gehen jetzt noch weiter runter. Erstmal sehr weit runter. Wir werden keine Flybys machen. Ich habe es getestet. Es war nicht sehr viel effektiver, als hier ganz nach unten zu gehen. Wir brauchen nämlich auch quasi einen Erfolg für die Atmosphäre. Und dazu gehen wir sehr weit runter. Und das speichern wir einfach mal ab. Ich mache jetzt einfach nur einen Quick Save, weil das jetzt nicht weiter wichtig ist. Haben wir schon einen Quick Save gemacht? Keine Ahnung. Ich mache einfach einen neuen. Beschleunigen wir die Zeit. Und dann gehen wir hier bis zum Orbit von Io. Also da, wo unsere Bahn mit der Orbitbahn von Io kollidiert. Heißt, wir springen sehr weit in die Zukunft. Und dann warten wir, bis wir in den Einflussbereich vom Jupiter kommen. Da ist Jupiter auch schon. Und dann zoome ich mal wieder ein bisschen rein. Und noch ein bisschen weiter. Dann drehen wir uns. Ihr seht, da fliegen wir von oben nach unten. Wir müssen in die Gegenrichtung zeigen. Aber auch leicht nach rechts, weil
die Bahn so ein bisschen geneigt ist. Also etwa so. Dann beschleunigen wir die Zeit mal bis hier. Und noch ein bisschen weiter bis hier. Dann sind wir richtig rotiert. Sieht so aus. Schauen wir uns mal kurz Jupiter an. Dann haben wir Jupiter. Und wir fliegen auch gleich durch die Atmosphäre. Aber jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal in einen hohen Jupiter-Orbit. Und da haben wir den auch. Wir machen das jetzt mal, da sagen wir bis zur Orbitalhöhe von Ganymed. Also etwa bis hier. Dann schauen wir mal, wir haben noch 10%. Das wird nicht die 90% auffüllen. Deshalb gehen wir einfach nochmal kurz vor unserer Periapsis und machen das Ganze nochmal. Teilen das halt eben so auf. Aber ich würde sagen, wenn vielleicht so 3% da noch drin sind, dann machen wir das. Dann füllen wir quasi die Zentralstufe auf und die beiden Booster werden dann abgeworfen. Schleunigen wir mal weiter die Zeit. Okay, 2%. Sollten gut sein. Da haben wir den Treibstoff und von dort nehmen wir den auch mit. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier bis zu unserer Apoapsis. Wir schalten unsere RCS-Düsen an, verändern unsere Bahn so, dass wir quasi in den Jupiter hineinfliegen. Dann starten wir die nächste Stufe. RCS nochmal an. Machen das Gegenteil. Wir bringen uns wieder aus der Jupiter, aus der Begegnung mit der Jupiter-Atmosphäre raus. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis hier. So, die anderen beiden Stufen werden dann in die Atmosphäre eintreten. Wir aber nicht. So, wir erhöhen den Schub schon mal auf 100%. Beschleunigen noch ein bisschen die Zeit. Und dann starten wir die Triebwerke erneut. So. Die da haben es überlebt, aber die sind natürlich durch die Atmosphäre geflogen, also im Grunde sind sie verglüht. Das machen wir dann ein paar tausend Mal, könnte man sagen. Bis zu 1900 Kilometern Höhe. Denn dort haben wir dann einen niedrigen Jupiter-Orbit erreicht. So, wir sind dicht dran, einen niedrigen Orbit zu bekommen.
Und den haben wir jetzt. Wir haben eine niedrige Umlaufbahn erreicht. Und das ist im Grunde auch das Ziel. Das war eines der Achievements. Dann das nächste ist die Atmosphäre. Da gehen wir wirklich nur minimal rein, also 100 Meter. Die Atmosphärenhöhe liegt bei 100 Kilometern. Also wir gehen dann wirklich nur ganz kurz rein und gehen dann gleich wieder raus. Und ihr seht, die Hitze übersteigt nicht mal 100 Grad Celsius. Und da sind wir wieder aus der Atmosphäre raus. Und dann gehen wir weiter bis hierhin und erhöhen dann wieder unsere Periapsis. Wir speichern jetzt mal einfach wieder mit einer neuen Quicksave-Datei und wir zoomen nochmal raus. Oh, da haben wir sogar IO unten bei den Pfeilen. Da können wir IO sehen. Rechts seht ihr dann wahrscheinlich Europa. Noch ein bisschen weiter rechts von Europa ist Ganymede und oben bei dem Kartenknopf, da ist Callisto. Ein bisschen Astronomie, während wir dicht an Jupiter vorbeifliegen. Wir haben 30%, das ist sehr schön. Das ist mehr als genug. Hallo ihr da, ich bin aus der Zukunft, könnte man sagen. Der Flug durch die Atmosphäre hat nicht gereicht. Ich habe gerade die gesamte Folge aufgenommen und habe gemerkt, das reicht nicht. Das reicht nicht, wir müssen noch tiefer gehen. Als ich es beim ersten Mal probiert habe, hat es einfach geklappt. Wir müssen wirklich so ganz, ganz dicht unter 99,8 Kilometer gehen. Es kann passieren, dass die Rakete verglüht. Aber das ist nötig, damit das aufgezeichnet wird. Das war so in etwa perfekt. Wir können es einmal überprüfen, wir sagen Destroy. Und hier unten seht ihr die Maximaltemperatur. Ja, die gab es vorher nicht. Und die brauchen wir unbedingt. Das ist nämlich eines der Achievements. Daher mussten wir es nochmal machen. Nicht weiter schlimm. Wir haben trotzdem noch einiges an Treibstoff. Prozent weniger. Dafür sind wir hier schon leicht gebräunt. Und wir machen einfach weiter. Ja, wir fliegen zur Erde. Wir speichern das nochmal ab. Jetzt, wo wir das Achievement haben. So. Und dann seht ihr die Bahn hier. Die geht so unter die Venusbahn. Das wollen wir nicht. Wir beschleunigen die Zeit, damit wir eine bessere Bahn bekommen. Die sollte gleich auch auftauchen. Da haben wir sie. Ihr seht, die geht nur ganz knapp unter die Erdbahn. Deutlich effizienter, deutlich weniger Treibstoff. Ich kann nicht glauben, dass ich es jetzt zum zweiten Mal mache. Aber manchmal läuft das Leben halt so. Wir drehen uns. Wir müssen nach oben rechts fliegen. Also drehen wir uns nach oben rechts. Wir beschleunigen die Zeit. Genau so. Wir zeigen in die richtige Richtung. Starten die Triebwerke. Und dann machen wir den Zeitsprung. Wenn der Treibstoff leer ist, starten wir einfach die nächste und letzte Stufe, bis wir dann eine Begegnung mit der Erde haben. Und dann warten wir jetzt zum zweiten Mal für mich. Da hatten wir die Begegnung. Ganz kurz. Das ist eine Begegnung, oder? Nein, nicht ganz. Warum auch immer nicht. Jetzt ist der 0,0. Wir haben eine Begegnung mit einem Mond. Das ist das Problem. Die wollen wir eigentlich nicht, aber wir müssen sie hinnehmen.
Wir beschleunigen mal die Zeit bis hier. So. Dann müssen wir wieder ein bisschen langsamer werden. Und da haben wir jetzt aber wirklich die Begegnung mit der Erde. Wieder ein bisschen zu weit, wir gehen ein Stück zurück. So, wir kommen von oben. Und es soll erstmal reichen. Wir beschleunigen die Zeit bis, komm schon, bis hier. Und dann verändern wir nochmal unsere Bahn ein bisschen und treten dann in die Atmosphäre ein. Ursprünglich wollte ich einen Teil davon zum Aerobraking machen, also quasi das Abbremsen in der Atmosphäre. Daraus wird wohl nichts, denn der ursprüngliche Plan, Jupiter zum Abbremsen zu nutzen, hat nicht wirklich funktioniert. Deshalb machen wir hier einen kleinen Crashkurs quasi. Also beim Aerobraking geht es darum, die Atmosphäre eines Planeten zu nutzen, um eben die Geschwindigkeit herabzusenken. In dem Fall machen wir es bei der Erde. Wir haben eine sehr hohe Geschwindigkeit, würden wir normal in die Atmosphäre eindringen, würden wir einfach verglühen. Und deshalb machen wir es quasi zweimal hintereinander. Also wir gehen zu einer Höhe, wie beispielsweise 19,6 Kilometer, nehmen wir mal das, wo wir langsam genug werden, um quasi im Erdorbit zu bleiben, aber hoch genug sind, damit wir nicht verglühen. Das ist genau hier der Fall. Wenn ihr bei der Erde mit dieser Geschwindigkeit bei niedriger als 19 Kilometer eindringt, dann verglüht ihr. Wenn ihr höher eindringt, dann kommt ihr nicht in den Einflussbereich der Erde, verlasst ihr den wieder. Deshalb ist relativ wichtig, das in dem Bereich zu halten zwischen 19 und 20. Optimal wäre natürlich exakt in der Mitte. Und wir benutzen hier noch den restlichen Treibstoff, den wir haben, um uns einfach noch ein bisschen zu verlangsamen. So, und immer schön in die richtige Richtung drehen, damit wir die Bahn noch beibehalten können. So, wir haben keinen Treibstoff mehr. Wir starten die nächste Stufe, beziehungsweise machen es manuell. Und dann treten wir in die Atmosphäre ein. Da ist die untere Stufe, die jetzt kaputt geht. Und hier sind wir. Der Zerschild wird ziemlich heiß werden. Aber die Hauptsache ist, dass er nicht verglüht. Und wir trotzdem hier in einen Erdorbit kommen. Ihr seht, die Temperatur war bei 4200 Grad Celsius. Also sehr hoch. Noch tiefer und er wäre wahrscheinlich kaputt gegangen. Und jetzt haben wir hier quasi so einen, ja, suborbitalen Flug. Wir bleiben also auf jeden Fall bei der Erde, aber wir sind nicht verglüht. Ja? Darum geht es beim Aerobraking. Man verlangsamt sich selber, ohne wirklich auf dem Planeten dann zu landen. Wie gesagt, ich hatte vor, das beim Jupiter zu machen, hat nicht ganz geklappt. Deshalb hier bei der Erde. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch notwendig, das zu machen, sonst würden wir eben sterben. Aber da fliegen wir ein letztes Mal durch die Atmosphäre. Und da erreicht die Temperatur gleich ihr Maximum bei knapp 2200 bzw. 2300. Und dann ist eigentlich alles sicher. Wir müssen natürlich noch die Fallschirme öffnen. Das machen wir bei 1500 Metern. Und bei 1000 Metern entfernen wir dann die Hitzeschild. Und dann sind wir, ja, so gut wie zu Hause.
Danach müssen wir nur noch die Stufe einsammeln. Ein zweites Mal jetzt. Und uns dann die Erfolge anschauen. Da haben wir den Hitzeschild und den Fallschirm. Und da haben wir die Erde, die gute alte Erde, zu Hause von allem Leben, was wir kennen. Und da fällt unser Hitzeschild und knallt auf die Erde. Und hier kommen wir mit 70, 60, 50 Meter pro Sekunde, Metern Höhe. Da haben wir 20, 10 und Klonk, da sind wir gelandet. Die Erde hat uns wieder. Und diesmal wirklich, wir haben den Einflussbereich vom Jupiter erreicht. Wir sind in die niedrige Umlaufbahn abgestiegen. Wir haben die obere Atmosphäre, wir sind in die obere Atmosphäre eingetreten. Wir haben sie verlassen. Haben wir niedrige Umlaufbahn erreicht, haben dasselbe nochmal gemacht. Diesmal aber eine Maximaltemperatur von 140 Grad Celsius erreicht. Versehentlich quasi sind wir an Io vorbeigeflogen und dort sind wir dann danach in die Erdatmosphäre zweimal rein und dann auf der Erde gelandet. Jetzt aber wirklich, wir haben die Achievements von Jupiter. 3 Stück, niedrige Umlaufbahn um die Jupiter, Eintritt in die obere Atmosphäre und eine Maximaltemperatur erreicht. Davor waren eben nur die oberen beiden, das untere nicht, weil wir zu hoch in der Atmosphäre waren. Also merkt euch, bis 99,7 Kilometer runtergehen, auch nicht zu tief und definitiv vorher ein Quicksave machen. Jedenfalls war es das. Das war's mit der Folge. Für die 4 Monde braucht man auf jeden Fall Expansion, also Teilexpansion. Ohne geht es nicht. Es wird dann auch wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich werde dann vielleicht eine Rakete machen, die auf allen Vieren jeweils landen kann. Und dann zeige ich vielleicht eins davon. Muss ich noch gucken, keine Garantie. Jedenfalls war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.